Willkommen zu einem weiteren Let's Play aus Diablo 3. Ich habe, nachdem ich das erste Portal abgeschlossen habe, inzwischen die Ausrüstung für zwei weitere Portale zusammen. Und bei einem Portal bin ich jetzt auch so weit, dass ich dort denke, dass ich mit euch zusammen jetzt die Meisterschaft dort abschließen kann. Und ja, starte ich gleich mal direkt ins Spiel und zeige euch, mit welcher Ausrüstung ich aktuell das Tal rascher Elemente Set-Portal sozusagen machen möchte oder halt versuchen werde, das in der Meisterschaft abzuschließen. Zunächst erstmal Kains Würfel. Das heißt, hier werde ich einmal die Heilung von den Arkanschaden nutzen, weil diese Elite-Monster, die dort sind, die werfen mit Arkankugeln. Das heißt, dann richten die schon mal keinen Schaden bei mir an. Des Weiteren gibt es dort mehrere Objekte, die zerstört werden können und die mir dann dabei helfen, einfach nochmal schneller zu laufen. Das heißt, diesen Level überhaupt in der Zeit abzuschließen. Einfach damit ich eben, wenn ein Objekt zerstört ist, auch nochmal kurz mich schneller bewegen kann. Und dann das, was ich jetzt auch bei dem anderen schon benutzt habe, ist die Fähigkeit oder die Möglichkeit, dass ich, wenn ich meinen Arkan, also meine Arkanflut kanalisiere, dass sich dann noch andere Schaden oder andere Fähigkeiten ausgelöst werden. Allerdings werde ich hier an der Stelle andere Fähigkeiten nutzen. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur die Druckwelle, die ich weiterhin auf Feuer lasse, sondern statt der Rüstung habe ich jetzt hier einen Froststrahl und den Blizzard als Blitz und natürlich eben Arkanflut als vierte Schadensstärke, eben Arkankraft. Ansonsten Teleportation lasse ich so, dass ich die zweimal kurz hintereinander nutzen kann. Und dann habe ich natürlich die Fähigkeiten noch geändert, dass wenn ich schon sowieso für das Portal diesen Vierfachstapel brauche, dann nutze ich den hier gleich nochmal, dass auch mein Schaden verstärkt wird. Dann hier die Rüstung entsprechend, wenn ich sowieso so stehe, dass ich dann auch mehr Schaden bekomme und mehr Widerstände. Dann die Arkanschaden, weil das ist sowieso das Haupt, was ich natürlich mit der rechten Maustaste einfach auslösen werde, was dann die Gegner nochmal verlangsamt werden und natürlich Ressourcen steigern, einfach damit die Arkanenergie auch ausreicht. Soweit zu den Fähigkeiten. Bei meinen Ausrüstungen ist es im Moment so, ich hatte ja beim letzten Mal eigentlich hier schon 50%, jetzt habe ich nur noch 25 aktuell, weil ich weniger Ausrüstung habe, die jetzt sozusagen Geschwindigkeitsboni liefert und dazu dann entsprechend hier auch nur 10% Punkte, also 5%, die da dazu kommen und ansonsten auch nur wenig zur maximalen Arkankraft, weil ich bin jetzt eigentlich ganz gut mit den 130 Arkankraft ausgekommen. Deswegen Intelligenz und Vitalität. Ansonsten hier Angriffsgeschwindigkeit auf Maximum und kritischen Trefferschaden auf 28 jetzt. Die Lebensregeneration auf Maximum und die Widerstand gegen alle Schadensarten. Und dann hier Leben pro Treffer auf Maximum und Flächenschaden dazu. Ja, das soweit sozusagen zur Grundrüstung. Dann natürlich die Ausrüstung, Tal Rashas Elemente, also klar, da sind natürlich bis auf die Nebenhand alle sechs Elemente da, damit ich den vollen Bonus bekomme. Dann habe ich hier jetzt natürlich meinen regulären uralten Zweihandstreitkolben, mit dem ich aktuell insgesamt über 1 Million Schaden habe. Dazu kommt noch, dass ich zwei Juwelen habe, die jetzt noch nicht sehr stark ausgebaut sind. Einmal, dass eben die Gegner vergiftet werden und nochmal 2000 Waffenschaden innerhalb von 10 Sekunden dazu bekommen, sowie dass jeder Angriff auf die Gegner, das ist vor allem für die Elite-Sachen ganz praktisch, dass die nochmal zusätzlich schadensteigernd wirken. Aber die Diamanten sind, also diese Edelsteine sind jetzt noch nicht groß aufgerüstet. Soweit ich das gesehen habe, ist es für das Portal jetzt auch nicht nötig. Das andere Portal, was noch ein bisschen länger auf sich warten lassen wird, ist das Delsere Opus Magnum. Das habe ich zwar schon in der normalen Stufe soweit abgeschlossen, aber bisher habe ich noch keine Idee, wie ich das in der Meisterschaft machen soll. Also dass das wirklich in der Zeit abschließe, deswegen erstmal das Portal heute. Also, auf geht's. Das Portal befindet sich in der Nähe der alten Ruinen, und zwar da, wo dieser Baum ist, bevor man hier oben zur Kathedrale kommt, wo die
ja, die Leute aufgehängt sind, so wie es sozusagen im Hinweistext, da kann ich auch noch mal ganz kurz, springe ich noch mal in die Stadt und zeige euch sozusagen das Hinweispapier, welches für, das müsste das hier sein, genau. Auf einer alten Straße außerhalb der verfluchten Stadt in der Nähe eines alten Baumes, wo sie die Leichen derjenigen aufzuknüpfen pflegten, die sich an den dunklen Künsten versuchten. Schwester Nyssa. Das ist sozusagen der Hinweistext für das aktuelle Portal. Und die Aufgabe ist, einmal 90 Gegner zu töten, während Tal Rasha aktiv ist. Also Tal Rasha lässt sich, das zeige ich gleich im Portal, einfach dadurch aktivieren erstmal, dass man natürlich die vier Schadensfähigkeiten nacheinander auslöst. Da müssen noch gar keine Monster getroffen sein, das heißt, das kann man sofort am Anfang machen. Und dann ist es nur wichtig, das immer wieder zu erneuern, dass sich sozusagen der Timer, der dort abläuft, zurücksetzt. Und dann das Spannendere ist eher, wo man dann einfach ein bisschen auswendig lernen muss, wo erwartet einen von diesen Felswürmern, damit man sich von denen nicht beißen lässt. Mal gucken, ob ich es sozusagen jetzt richtig im Kopf habe und schnell genug bin, denen auszuweichen, bevor die durchbrechen und sie dann zu erledigen. Ja, ansonsten auch wieder 4,5 Minuten und dann gehe ich gleich mal rein. So, hier seht ihr jetzt schon, ich habe jetzt nur Arkanflut gemacht, das dann letztlich diesen Tal Rasha auslöst. In dem Moment, wenn ich alle vier Kräfte einmal ausgelöst habe, dann kann ich mit den wechselnden Kräften, also ich muss immer nur zwei im Wechsel haben, das auch immer wieder zurücksetzen. Und zwar immer um 2 Sekunden zurücksetzen, bis auf das Maximum von 8. Ich zeige euch jetzt erstmal bloß den Anfang, weil ich jetzt natürlich schon zu lange gebraucht habe, um das sozusagen vorzuführen. Deswegen sind dann auch, das hier sind die Ketzer, die wie gesagt diese Arkankugeln fallen lassen, mit denen ich dann mich ja hier jetzt nicht weiter stören, sondern im Gegenteil mir sogar noch Gesundheit hinzufügen. So, da hinten an der Stelle wartet jetzt, da ist der erste Wurm und wenn ich dann eben nicht weit genug weg bin, dann hätte er mich gebissen. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal so den Anfang, was dann auch noch wichtig ist, sich zu überlegen, wie man strategisch zügig hier durchgeht. Weil ich mache es jetzt normal so, dass ich erstmal hier hinten bis zum Feuer gehe. Wenn ich übers Feuer hinausgehe, dann sind auf der Seite noch weitere Würmer kommen dann da nochmal, aber die mache ich von der anderen Seite. Und hier wartet jetzt sozusagen der zweite Wurm auf mich, der jetzt hier durchbricht, sobald ich hier unten bin. Also da ist er schon. Hier ist noch nicht erledigt. Noch nicht bereit. Okay, soweit bloß mal jetzt zu der erste Einstieg. Ich werde jetzt gleich nochmal das Portal von vorne anfangen. Also dieses Ziel, das Tal Rasha Element, ihr seht, ich habe jetzt schon 54 davon geschafft gehabt. Das ist also nicht sehr schwer zu machen. Man muss bloß darauf achten, dass man, sobald man alle vier aufgeladen hat, mit zwei Kräften im Wechsel aktiv wird, um das immer wieder zurückzusetzen, so wie ihr es hier jetzt gerade wieder seht. Einfach Arkane und eben zum Beispiel der Disintegrationsstrahl. Und dann kann man das ziemlich einfach oben halten. Also auf ein nächstes. So, Tal Rasha ist aktiviert. Und durch die Zerstörung von irgendeinem Gegenstand hatte ich dann jetzt gleich einen kleinen Geschwindigkeitsbonus. Hier kommt jetzt der erste Wurm. Und jetzt gehe ich hier erstmal nach rechts bis zum... Eure Verteidigung ist nutzlos. Genau, bis zu der Feuerfläche. Weil den Rest werde ich dann danach noch von der anderen Stelle aus aktivieren.
So, hier drin erwartet mich der zweite Wurm in der unteren Raumhälfte. Da kommt er schon. Habt ihr das gesehen? So, hier sind jetzt gleich zwei Goldies. Natürlich eine ganze Weile aufhalten. Aber ich denke mal, die Anzahl der Goldies ist ohnehin identisch. So, durch das Zerstören der Gegenstände hier bekomme ich wieder einen kleinen Geschwindigkeitsbonus, der dringend notwendig ist. Okay, da ist die Tür schon offen. Da wartet jetzt der dritte Wurm dann. Das war knapp daneben. Deswegen normal ist es besser, wenn die Tür erst kaputt geht, während ich dann sowieso gerade schon dort durchlaufen will. Weil dann bin ich auf jeden Fall schnell genug aus dessen Reichweite raus. Ich brauche mehr Zeit. Wenn mich meine alten Meister jetzt sehen könnten. So, hier wartet gleich der Wald, also der nächste Wurm. Hier in dem. Und da ist jetzt. Okay, der muss jetzt noch schnell ausgeschaltet werden, nicht dass der in der Erde versinkt und dann eventuell an einer anderen Stelle wieder auftaucht. Ja, jetzt hat er sich wieder geblockt, kurz bevor der Meteor eingeschlagen ist. So, hier ist jetzt so nochmal die Seitenfläche, wo nochmal ein Wurm auftaucht und hier hinten nochmal ein weiterer. Der letzte Wurm von der Seite hier. Und dann habe ich jetzt noch 1 Minute 47. Und hier drin ist auch gleich noch ein Wurm. Da ist er schon. Ist natürlich gefährlich, nicht zu dicht dran zu gehen. Nicht, dass der einen dann doch noch schnappt, auch wenn man ihm dann sozusagen beim Rauskommen ausgewichen ist. Habt ihr das gesehen? Ich brauche mehr Arkankraft. So, hier kommt jetzt auch gleich wieder einer von den Würmern. Da kommt er schon durch den Boden. Und jetzt ist sozusagen schon der Schluss, dass ich jetzt nur noch die 39 Gegner töten muss. Was gerade eben schon zu knapp war, als dass ich es geschafft hätte. So, hier kommt jetzt gleich noch ein weiterer Wurm. Da kommt er schon durch den Boden. So, jetzt ist die Frage, wie die hier jetzt wieder verteilt sind. Und ob ich die schnell genug alle klein bekomme. So, jetzt hier noch den wieder Geschwindigkeitsbonus. Weil hier kommt nochmal auch, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch ein Wurm. Ja, da ist er schon. Das war knapp daneben. So, jetzt fehlen mir nur noch 5 Gegner. 3. Geschafft. So, es hat geklappt. Meine Planung ist aufgegangen. Und ich konnte heute mit euch zusammen die Meisterschaft erringen. Das heißt, Meister der Elemente ist abgeschlossen. Genau, und hier den Opus, da muss ich noch ein bisschen üben, mal gucken, wie ich den vernünftig in die Meisterschaft bringe. Und dann werde ich da mit Sicherheit auch nochmal eine Folge machen. Also so viel für heute und viel Spaß beim selber Tüfteln, Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!